Schon auf Boss Explosive reacted. Labern, ich hatte wieder was hochgeladen. Die schlechtesten Deutschrap-Lines, 32. Ich will kurz rein und die Videos sind eh immer so kurz, 2,48. Lass mal kurz reinhören. Aber alles kann wie prophezeit. Sind auf der Bühne von Millionen Leid. Wo sind die, die sagten, es ist bloß ein Leid? Boah, gute Frage, also. Bin wieder mal live on stage. Yeah. Und auf dieser Hype vergeben. Ab einem gewissen Zeitpunkt, Chat, hat man keinen Hype mehr. Ab einem gewissen Zeitpunkt ist man einfach fucking erfolgreich. So, das muss man sich eingestehen, so, ne? Also, ich finde, dieses Wort Hype ist, irgendwann ist es kein Hype mehr. Wie Babybrei, komm mit dumm und ich mach aus deinem Scheiß Babybrei. Siehst ein, Homie, du bist weich wie Babybrei, komm mir dumm und ich mach aus deinem Scheiß Babybrei. Stabiler Part-Chat, kann man nicht haten. Ich schwöre es dir auf Gott. Hast du das verstanden? Papa hat gespart, er wollte eigentlich ein Haus kaufen. Doch er kauft uns Nike, damit Bonzen uns nicht auslachen. Baba, wieso hast du uns 2000 Paar Nike-Schuhe gekauft? Du wolltest doch ein Haus kaufen. Undankbare Scheißkind. Eigentlich korrekte Lines? Heute? Adolf Hitler bleibt nur ein Hurensohn. Bring das Tafelgedeck für das Abendbankett, sonst könntest du glatt draufgehen wie auf meinem Marmorparkett. Ey, Mann. Bitch, beides geht nicht. Soll ich grad Zeit haben? Krumme Dinger, keine Joints. Warte mal, die Line gab es doch schon mal so ähnlich. Rede nicht von Joints, wenn wir krumme Dinger drehen. Warte mal, die Line gab es doch schon mal so ähnlich. Die dreht höchstens krumme Dinger, wenn ihr Joints baut. Warte mal. Laber nicht, was für Gangster, mein Freund. Das einzige krumme Ding, das du gedreht hast, war ein Joint. Klatsch den Novoline in deine Fresse und du starrst auf meine allmassive Diamantenkette. Bro, ich finde die Lines so geil. Klatsch den Novoline in deine Fresse und du starrst auf meine allmassive Diamantenkette. Mich holt es einfach ab. Digga, wie soll er hier nach noch auf deine Kette starren? Was erzähle ich hier? Glaub mir, mein Freund, ich untertreib. Und ich weiß, dass für euch Hundefleisch eine Sekunde reicht. Ihr arbeitet für Hundefleisch und ein bisschen Unterhalt. Ihr arbeitet für Hundefleisch und... Was erzähle ich hier? Das ist weiße Wut, los, kauf das, yo. Ich bin der Chef in jeder Großraum-Disco. Das kann keiner gut finden. Das ist weiße Wut, los, kauf das, yo. Ich bin der Chef in jeder... Großraum-Disco. Chat, wisst ihr, was ich auch krank finde? Wie weit er zurückreist immer in der Zeit, ne? Also ich frage mich wirklich, wer hinter dem Kanal steckt. Aus 2008, wir hatten vorher diese Line mit den krummen Dingern Joints aus 2007. Kann keiner gut finden. Wir Menschen saugen alles in uns auf, Schwämme. Kein Wunder, dass wir irgendwann mal brechen, Dämme. Trotzdem müssen wir irgendwie da durch, Kämme. Auch wenn sie es nicht im Radio spielen, Antenne. Das ist krass, das ist krass. Er hat gekocht im Studio in 2014, er hat gekocht. Weg, selbst der Dick. Peter Vibes. Peter, was hat Peter nochmal gesagt? Ich bin am Bankdrücken, Schülersprecher. Ich drop die Lines, Überrapper. Fahr mit dem Fahrrad. Blitzerfoto. Ah, ich krieg's nicht mehr auf die... Bro, aber Peter hat einen kranken Part. Nächsten Dreck. Hör auf. Im Stall mit dem großen Bitte. Knall. Sofort damit auf. Und versprich, dass du es nie wieder tust. Na schön. Oh Mann, ey. Die Videos sind immer so gut, aber es muss, das ist krass, dass er schon Folge 32 hat, ehrlich. Er hat wirklich, ich will gar nicht wissen, wie viel Deutschrap er in seinem Leben schon hören musste, ne? Das ist echt wirklich, glaube ich, zum Teil auch fatal und krank anstrengend, aber ich glaube auch viele Einsendungen hat er vielleicht, ne? Ja, hallo Friends, ich heiße Lance, ich kann schnell laufen, Mercedes-Benz, mein Style ist abgefahren, Autoreifen, Bitches sind an mir, Klebestreifen. Fahr mit dem Fahrrad, Blitzerfoto, was kommt nach Blitzerfoto? Fahr mit dem Fahrrad... Jetzt ein Foto. Digga, dass ich den Part nicht mehr auswendig kenne. Hallo Friends. Ich heiße Lance. Ich kann schon laufen. Mercedes-Benz. Mein Style ist abgefahren. Autoreifen. Bitches sind an mir. Klebestreifen. Ich bin am Bankdrücken. Schülersprecher. Ich drop die Lines. Ah ja. Überrapper. War mit dem Fahrrad. Blitzerfoto. Mach den Radar an. Bildschirm-Logo. Ich trag Versace. Hugo Boss und es war Sabi.
Blumentopf. Geh shoppen. Gucci Store. Kauf ein Gürtel. Louis Store. Bro. Das ist so krank. Ey, es ist wirklich so nice. Es ist so... mit dem Handy die Lyrics am Ablesen. Oh, Mann. Neuer Klingelton. Ich sag euch ehrlich, dass ich lieb den. Ich lieb Peter sein. Ich würde am liebsten mit Peter nochmal sowas machen, ne? Mit Latzo und Peter. Ich vergesse die ganze Zeit, so eine alte Musik-Challenge von Latzo wäre auch mal wieder geil. Er kennt den Song, war krass. Wo so nach und nach kam ein Stück noch mehr von dem Song rein. She was small like a beauty queen on the motorcycle. Der Blick von ihm, das war crazy. Ey, das Format muss echt mal wieder kommen. Chat, könnt ihr mir einen Gefallen tun? Und zwar hätte ich eine Bitte. Könnt ihr bei Krokoboss in den Stream gehen und reinchatten? Hallo, mein kleiner Eldenlord. Es würde mich sehr glücklich machen, tatsächlich. Weil ihr seht, ich bin für 6 Tage gesperrt durch einen kleinen Vorfall von gestern. Hallo, kleiner Eldenlord. Hallo, mein kleiner Eldenlord. Hallo, mein kleiner Eldenlord. Hallo, mein kleiner Eldenlord. Das ist krank. Was ist denn jetzt, Alter? What the fuck? Digga, beruhig dich mal, beruhig dich mal. Ich bin nicht euer kleiner Eldenlord. Ja. Ich bin nicht euer kleiner Eldenlord. Die Vorgeschichte. Krokoboss Paul ist Rage Quit offline gegangen wegen Elden Ring, okay? Und er hat sich als ganz großer Elden Ring-Spieler angekündigt. Als ganz großer. Paul? Paul? Ich bin gerade live. Ich bin live. Ich kann nicht. Ich schaue mir Tomatolix Video gerade an. Mehrere hundert Leute, um mir zu sagen, dass ich ihr kleiner Eldenlord bin. Paul, ich habe keine Ahnung. Ich schau, bei mir macht gerade Tomatolix die Beine breit von einer Frau, die untersucht wird. Ich habe keine Ahnung. Kannst du nicht einfach jemand anderen fragen? Sascha, es gibt nur eine Person auf Twitch, die der Grund dafür sein könnte, dass so viele Leute in meinen Stream kommen und sagen, hallo, mein kleiner Eldenlord. Yoshi. Es gibt nur... Marc Gebauer. Ach, wer? Marc Gebauer. Stimmt, ja, Marc Gebauer. Ja, okay, dann nehme ich einfach mal an, dass die ganzen Zuschauer von Yoshi kommen, ja? Die kommen von Yoshi, ja. Ich bin's nicht. Ja, freut mich, dass es bei Yoshi so krass läuft. Wirklich. Ey, Sascha, dann viel Spaß beim Tomatolix-Video, ja? Ciao. Danke, Chat. Er soll Marc Gebauer anrufen und fragen. Gib ihm die Nummer. Marc? Ja. Kann ich deine Nummer, kann ich deine Nummer, Paul Krokoboss schicken, der ist interessiert an irgendeiner Uhr und der wollte dich jetzt kurz anrufen. Was kostet die? Ja, ich weiß es nicht, ich hab keine Ahnung. Also, wenn die über 50 ist, ja, sonst nicht. Ja, okay, er würde jetzt einfach kurz anrufen. Nein, jetzt mal ehrlich, ich würde die Nummer kurz weitergeben. Wer ist das denn? Sag mal, ich kenne... Paul Krokoboss, doch, den kennst du aus meinen Vlogs, das ist ein Homie von mir. Aus Österreich? Ja, genau. Ey, der ist ein lustiger Typ. Ja, der will... Der ist ein lustiger Typ. Ja, der ruft kurz an. Ich weiß nicht, wie ich jetzt da hinkomme, ich glaube, im Archiv ist das... Einen wunderschönen guten Tag, Marc Gebauer von der Marc Gebauer Lifestyle GmbH. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Hi Marc, wir hatten noch nicht so... Das Vergnügen. Ich weiß doch, ich weiß. Ja, mein Lieber, du hast dich. Du wolltest dich für eine Uhr interessierst dich für eine Uhr. Eine Uhr? Du? Ja, oder nicht? Ist im Moment noch nicht so meine Preissegment, aber wenn ich die Entscheidung fände, dann gehe ich auf jeden Fall noch zum Zug davon. Ah, so, okay, ja, alles klar. Und zwar folgendes: ja, ich habe Sascha verdächtigt, seine Zuschauer. Nein! Sascha meinte, dass du deine Zuschauer zu mir geschickt hast, damit sie sagen, dass ich ihr kleiner Eldenlord bin. Eldenlord? Ja, Marc. Was ist ein Eldenlord? Ein Eldenlord ist tatsächlich ein Charakter, der in den Ländern dazwischen zu hohem Ruhm aufgestiegen ist. Okay. Okay. Wie ein Herr der Ringe. Wie ein Herr der Ringe, der den Ring trägt. Ah, okay. Also wenn das was... Also ich hab... Also... Bist du ein Eldenlord? Ich bin froh, dass du fragst, Mann. Okay. Also, ich habe jetzt nichts damit zu tun, aber... ich würde eigentlich davon ausgehen, wenn man ein wahrer Eldenlord ist, bräuchte man eventuell auch schon die richtige Uhr am Handgelenk. Könnte das sein? Ja, okay, vielleicht hast du mir aus deiner Interesse, ja? Ich bin ein großer Typ. Was wären denn da so für Uhren, die in Frage kommen, die auch zu meiner Statur kommen? Wie groß bist du denn? Wie viel Meter? 2,7 Meter. Du bist 2,7 Meter? Oh, geil. Diese Simulation. Marc Gebauer und Krokoboss telefonieren. Die auch tragen. Es gibt eine Taucheruhr, die Deep Sea Sabrina Deep Sea. Die vom Preis von der von 27 kostet so zwischen 10.000 und 12.000 Euro. Die hat 44 mm Durchmeister und meist kauft sich die Uhr und sieht halt
gut aus. Aber du kannst natürlich sowas anziehen. Du kannst auch eine reguläre 50 mm Uhr tragen. Aber natürlich, wenn du jetzt über 2 Meter bist, ich habe auch einen Kunden, der ist über 2 Meter, dann kann er schon mal ein bisschen verloren aussehen. Also ich würde sagen, so eine DC würde ich bei dir am Handgelenk sehen. Bist du denn Stahl oder Stahlgold? Ich bin eher von Silber. Er geht in Schock. Ja, so Stahl oder Silber. Also ich würde sagen, so die Deep Sea ist so die Uhr, die ich dir erstmal anschaue. Da gibt es ein blaues Ziffernblatt, ein bisschen teurer als die schwarze Variante. Ja, blau, aber sehr geil, ja. Also im Stream habe ich gerade auch eine Rossen, die 11.000 Euro. Die würde, glaube ich. Und das wären jetzt, wie viel wird diese Uhr kosten? In der Ausführung mit blauem Ziffernblatt? Knapp ein 12er. Eiskalt. Marc, ich melde mich auf jeden Fall, wenn ich die 12k auf der hohen Kante habe. Dann hole ich die mir ab. Ja, easy. Okay, Marc, danke für die Zeit, danke für das Gespräch. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Bis bald, ciao. Tschüss, Freund. Alter, was war denn da los? Paul, hast du deine Antwort gefunden? Es war nicht Marc Gebauer. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall schon eine Uhr in Ausblick. Ja? Was kostet die? 12.000 Euro. Ach, ein 12er? Ja, genauso hat er es auch gesagt. Ein 12er. Deep Sea mit blauem Ziffernblatt. Ja, also nicht die Ausführung mit dem schwarzen? Blaue? Nee, weil, ich meinte auch blau cooler, er meinte schwarz bisschen günstiger, aber ich meinte blau cooler. Ja, blau, die sieht man auch nicht so oft, finde ich. Ja, ich weiß nicht, wie die aussieht, das werde ich mir gleich anschauen, aber jetzt habe ich auf jeden Fall ein Ziel. Voll, finde ich auch. Rückwirkend würde ich sagen, es war's doch, du oder Yushi. Ja, frag mal Yushi, ich kann, wie gesagt, ja, bei Tomatolix wird jetzt gerade da was gemacht, ne? Achso, sorry, dann halte ich dich nicht länger auf, sorry. Easy. Ciao.